Das erste große Update der Season 4 ist da, Freunde, und es ist eine Menge Stuff. Eine Thanos-Handschuh-Comeback, ein mysteriöses Dr. Doom-Anwesen auf der Insel, bei der Ludlake-Insel, was ihr alles hier sehen könnt. Neue Waffen und Fähigkeiten. Genial, was heute mit dem Update reingekommen ist. Ganz, ganz klassisch werde ich euch das natürlich heute wieder erzählen. Morgen Secrets, dann Story und viele, viele Dinge mehr. Deswegen gerne, gerne abonnieren, um keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen, denn wir haben so eine Menge. In der Lobby hat sich jetzt nicht viel getan. Ihr seht es ganz klar, da hat sich nicht viel getan. Im Item-Shop ist es natürlich sehr, sehr wichtig und schön, wenn ihr hier meinen Supported-Creator-Code Schmerle eintragen könntet. Falls ihr das seht, gerne mal abchecken, ob der drin ist. Einfach auf Suchen klicken. Bei mir steht zwar auf Englisch Search, aber ist auch egal. Einfach annehmen, ne? Im Item-Shop, so viel hat sich da natürlich nicht geändert. Natürlich, damit ihr Bescheid wisst, wann kommt denn jetzt die FNCS-Spitzhacke? Die kommt am 5. September um 2 Uhr nachts. Das ist also heute Nacht, ja? 5. September, 2 Uhr ist dann heute Nacht und ihr seht, der Item-Shop hat irgendwie meiner Meinung nach eine andere Animation. Fühlt sich anders an, wenn man hier so runterscrollt. Und sieht auch ein bisschen geordneter aus, ne? Ich glaube, da haben sie ein bisschen was gemacht hier im Item-Shop. Sieht ein bisschen geordneter aus. Viel, viel neu ist jetzt hier nicht. Aber wir haben ganz viele Skins, die in der Zukunft kommen. Die werde ich euch im morgigen Video zeigen, ne? Damit ihr hier Bescheid wisst. Aufträge, ganz üblich, ne? Champions Road, gehen noch 3 Wochen. Dann haben wir einmal Doom. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus, Freunde. Ihr seht Bonusziele und Bonusziele im Battle Pass, ne? Hier sehen wir einmal Dr. Doom. Das ist der komplette Dr. Doom-Pfad hier unten, wo Battle Pass steht, ne? Die hier durchgehen und da seht ihr alle 12 Belohnungen und das sind hier die Bonusstile 4, 6, 8, 10, das sind noch zusätzliche. Und wie funktioniert das ganz üblich? Hier steht Seite 1 natürlich wieder mit wunderbaren Aufträgen. Seite 1, ne, seht ihr einmal hier, um die erste Seite von der Doom-Seite freizuschalten, macht ihr diese Aufträge. Ducke dich vor der Denkmalstatue, durchbricht gegnerische Schilde, ist Seite 1, da kriegt ihr Stil 1. Und dann kommt hier unten Seite 2, die wird logischerweise erst freigeschaltet, wenn ihr all diese Aufgaben gemacht habt. Also auch das ist wunderbar. Täglich nicht viel geändert. Story ist jetzt Shuris Erfindung da, damit möchte sie den Dr. Doom-Bot auseinandernehmen, ne. Machen wir, kommt die Tage online auch neu. Wöchentlich kommt wieder Reaktivierungsrunde. 3 neue Items. Ja, Leute, eine neue Spitzhacke, wie ihr seht. Ein neues Backbling, eine neue Lackierung. 3 gratis Items. Habt ihr jetzt knapp 3 Wochen Zeit, um euch wieder 3 Free Items abzustauben. Ganz, ganz easy. Einfach Freund reaktivieren. Macht, das ist ganz, ganz einfach. Und ansonsten, ne, Überlebensmedaillen ist alles noch beim Alten. Im Battle Pass hat sich natürlich einiges getan. Bei den Bonusbelohnungen sind jetzt hier ab Seite 5 die Superstile. Und die sehen wild aus. Einmal haben wir diesen wunderbaren camouflagemäßigen Look in grün mit grünen Flammen. Ihr seht das, Alter. Schaut mal an, wie wild das aussieht, ne? Bei jedem Skin sieht das dermaßen aus. Auch bei der War Machine. In grün, dann kommt das Ganze noch in blau und alter Falter, ne? Die Leute sagen ja immer, die damaligen waren besser. Aber wer die, Alter, das ist extrem geil. Die sehen so dermaßen hübsch aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Sehen sehr, sehr schön aus. Eure Meinung ist gefragt. Und alter Falter. In gold-rot brennendem Look sieht das aus, als würden die Skins brennen. Meine Güte. Fortnite hat hier geköchelt. Aber ein richtig großes Hühnchen, Alter. Holy moly. Sehr, sehr schöne Stile sind jetzt da. Auch nicht nur das. Auftragsbelohnungen, ne? Gibt es natürlich hier diese ganz üblichen Dinge, die wir haben. Aber was Neues ist einmal die Seite 2. Da haben wir einmal hier wunderbare Dinge wie ein Backbling und einmal hier den wunderbaren War Machine in dieser Camouflage-Tarnung. Ihr seht es hier, ne, in dieser blauen Camouflage-Tarnung. Einmal Charlie, einmal den Gleiter Captain America und einmal Captain Jones in einer Comic-Variante, also gezeichnete Comic-Variante. Diese beiden Skins sind auch neu bei den Auftragsbelohnungen. Verfügbar in 41 Tagen, kommen im Laufe der Season Aufgaben, die ihr machen müsst. Also hier im Battle Pass mit Dr. Doom natürlich hier Cosmetics, sein Ladescreen, cooles Rückenaccessoire, seine Waffenlackierung, alles schön grün. Alter! Guckt euch mal die Spitzhacke an. Was ein geiles Schwert. Mega schöne Spitzhacke. Und auch sein Gleiter. Dr. Dooms Riesenfaust, Alter. Wenn du damit eine geknallt bekommst. Als Gleiter. Sein erster Stil. Den kennen wir natürlich schon. Und dann hier auch die Spitzhacke in diesem Design. Mit Gold. Sieht sehr schön aus. Lego ist natürlich mit drinne. Okay. Auch kann man machen. Dann auch die Hand in diesem Look und das sieht wild aus. Er hat auch eine eigene Animation, wenn er da drauf steht. Natürlich auch sein Backbling. Einmal ein Emoticon. Ihr seht's hier. Oh, da hat er die Insel in der Hand und will sie ja zerstören. Und dann einmal hier Dooms
mit Pandora-Rüstung. Die Pandora-Rüstung bei Doom. Habe ich euch das nicht gesagt, dass es die Rüstung sein wird? Das ist alles, was hier im Battle Pass neu ist, mit Auftragsbelohnungen, Doom und so weiter und so fort und Superstile. Meiner Meinung nach sehr, sehr schön. Schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Jetzt gehen wir tatsächlich direkt in-game, damit ihr Bescheid wisst, Freunde. Lego Clombo war ja so groß. Aber Leute, was ihr wissen solltet, Clombo ist Stand aktuell nicht da. Lego wird noch bis Freitag weitergebaut und am Freitag wollen die irgendwas announcen. Also Clombo in den nächsten Tagen, / Wochen, können wir erwarten. Also Lego Clombo nicht viel. In Reload gab es auch ein paar Änderungen. Alles morgen im Video. Was zusätzlich noch neu ist, ist eine wunderbare Sache. Nicht nur die Gratis-Items durch Reboot Rally, sondern ihr seht, unser wunderbares Croissant mit einer schönen Friese und natürlich seinen Augen ist jetzt als Gratis-Rücken-Accessoire da. Wie ihr das bekommt, habe ich euch schon ganz, ganz oft erklärt. Das geht ganz, ganz einfach. Ne, Leute, wenn ihr hier auf Epic seid, der Link ist in der Infobox, ne, meldet ihr euch einfach an, klickt hier einmal dann da drauf und hier unten steht Umfrage. Und dieses Häkchen macht ihr rein. Umfrage, Häkchen rein, Änderung speichern und da kriegt ihr natürlich dann dieses Backbling obendrauf, weil Epic euch dann Umfragen sendet. Gut, Leute, es stört euch alle nicht. Sind coole Umfragen, die ihr dann natürlich eure Meinung mit reinschallern könnt. Und da kriegt ihr gratis Backbling. Ist jetzt da, konntet ihr aber eigentlich schon 2-3 Wochen machen, ne, wenn ihr es gemacht habt. Wie ich, kriegt ihr es einfach gut geschrieben, weil das Ganze noch nicht in den Spieldateien war. Mit dem heutigen Update ist es aber soweit. Und zwar, Leute, geht es mir jetzt um Folgendes. Diese Loot Lake Insel seht ihr hier oben, ne, das hat ein neues Icon. Es ist eine neue Loot Lake Insel da und zwar in dem Style von Dr. Doom. Da oben müsst ihr draufgehen, das Ganze einnehmen. Und dann habt ihr die Dooms Josen oder Juicen, dass du der Auserwählte von Dr. Doom bist, Möglichkeit. Und ihr seid gefühlt ein Thanos. Ihr kriegt eine Animation, ihr werdet es jetzt hier sehen. Ne, ich mach's hier ein bisschen leise, ne? Ihr seid hier drauf, nehmt das ein, könnt dann tatsächlich hier einmal wunderbar das Ganze akzeptieren. Jetzt ist die Frage, wie oft ist das möglich? Falls ihr es noch nie gesehen habt, ich auch nicht. Das Ganze ist oder hat eine Spawn-Chance von 5%. Das heißt, jedes 20. Game statistisch gesehen, ne? Also, das ist extrem selten. Ich denke, Fortnite wird das noch irgendwie anschrauben, dass es öfter passiert. Und wenn ihr dann damit gewinnt, habt den eigenen Screen für den Gewinn. Also, sieht anders aus als sonst. Guck, ihr nehmt das dann und ihr kriegt eine richtige Animation. Verwandelt euch, weil ihr natürlich der Auserwählte seid, wie damals der Thanos-Modus, ne? Ich zeig's euch hier in dem Video, weil die Chance, dass ich das gleich in der Loot Lake Insel finde, extremst realistisch ist. Wie gesagt, 5%, ne? Und ihr seht, hier habt ihr, seid ihr dann natürlich Dr. Doom und habt hier einmal 4 Möglichkeiten. Ihr werdet jetzt einmal sehen, was ihr für Möglichkeiten habt. Ihr seid auch ein bisschen größer. Ihr habt einmal diesen Strahl, den wir, also einmal hier die ganz normalen Geschosse, die habt ihr hoffentlich gerade gesehen, dass der hier einfach eine Luft schießt, ne? Dann habt ihr so einen Strahl mit der Hand und der ist so stark wie ein Unibeam. Ihr seht's. Ihr kannst über damit hinschießen und das geht sogar relativ zackig. Dann habt ihr einmal eine Riesenkugel, das ist die dritte Fähigkeit, und einmal einen riesengroßen Sprung, der euch einfach in die Luft verleiht. Und das Ganze ist wild. Ihr kriegt kein Falldamage, nix, und ihr seht ganz besonders, ihr habt 500 Leben. 1000 Leben! Und deswegen ist das Ganze extrem krass und das ist ein Public anscheinend. Wie gesagt, es gibt noch Informationen zu neuen Modi mit Thanos und so. Kommt dazu, Leute, bitte morgen einschalten. Aber damit ihr Bescheid wisst, genau das ist das. 5%, ne, dass ihr diese geile Fähigkeit habt. Ihr habt auch dann einen eigenen Windscreen quasi. Werde ich euch alles morgen nochmal zeigen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, dass es aber auf jeden Fall drin ist. So, in-game angekommen, Freunde, ist natürlich die wunderbare Karte. Große Änderung gab es hier jetzt nicht, ne, also es hat sich nicht sehr viel geändert. Die Medaillons sind auch noch beim gleichen geblieben, ne, und auch Dr. Doom ist noch nicht auf der Karte. Ja, Leute, ich habe euch ja darüber berichtet, dass wir auch die mythische Fähigkeit bekommen von Dr. Doom mit dem Strahler, habe ich euch ja gesagt. Und Dr. Doom, ne, wissen wir, kommt ja auch noch auf diese Map. Stand aktuell ist er nur im Pass verfügbar. Und hier bei Castle Doom ist immer noch der Doom-Bot. Das ist immer noch Dr. Doom, sein Roboter. Und hat auch immer noch diese ganz normalen Handschuhe, die jetzt auch schon seit Start der Season da sind, ne? Damit ihr Bescheid wisst, diese Handschuhe oder sowas hat sich nichts verändert. Microsoft-Schild auf dem Rücken. Aber wollt ihr wissen, was neu ist? Das zeige ich euch jetzt. Zwar hier einmal die Mikro-SMG, aber nicht in Episch, Freunde. Denn hier neben Reckless ist natürlich ein neuer NPC. Grandpool ist bei The Raft aus dem Knast raus, ist jetzt hier zu finden. Ne, gute Arbeit mit dem Computerchips-Kumpel und deine Infos, die waren unbezahlbar. Ne, und mit unbezahlbar meine ich, dass du für deine Hilfe sicher keine Waren von mir bekommst. Easy. Ich spare, um Centurio anheuern zu können. Er scheint heftig zu sein. Es macht bestimmt Spaß, ihm Streiche zu spielen, ne? Das sind so oder Dialoge, die sie halt von sich gibt, ne? Ihr kriegt hier einmal ihre MP, ihre Double Uzi in Mythisch. Ja, war ja klar, dass diese Waffe kommt, habe ich euch gesagt mit dem Update, ne? Ist jetzt da, kostet 600
verwandelt in mythisch ist die Eimer. Ne, man kann sie auch noch fragen zum Schwein zum Beispiel oder so, Freunde, damit ihr da Bescheid wisst zum Schwein. Aber hier, ihr seht die Doppel-Uzi und ich muss einfach sagen, ne, ich bin ja schon die ganze Zeit ein Fan von der Waffe. Die lasert halt in einem Tempo durch. Das ist wirklich crazy. Also die Waffe ist extrem stark und jetzt haben wir die in mythisch. Ihr werdet sehen, wir werden die Runde rasieren. Sie hat einige Dialoge. Ihr könnt euch hier einiges kaufen. Werden wir natürlich im Laufe der nächsten Tage hier auch noch in einem extra Video abchecken. Und natürlich hatte die auch ein wunderbares Grand Pool Design. Die Waffe gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. Und das ist eine Waffe, die neu in-game ist. Ihr habt Lust, Leute, dass wir die Doppel-Uzi, ne? Hat 32 Schüsse. Ihr könnt die auch nicht modifizieren, Leute, ne? Also diese wunderbare Uzi könnt ihr tatsächlich nicht modifizieren. Oh, ich liebe diese Waffe, ne? Ihr kennt mich ja im Stream auch immer. Wir spielen immer diese Waffe. Ich finde, die Waffe ist halt einfach Liebe. Modifizierbar ist sie nicht. Sie hat da auch einen wunderbaren Custom-Screen. Den werden wir uns gleich zeigen. Ne, nebenbei die ganzen Aufgaben. Und ihr seht, die Laser, die Leute so schnell weg. Die haben ja hier nicht mal eine Chance. So, ne? Also, eine wunderbare Waffe. Die Doppel-Uzi, ne? Und ihr habt keine Chance, ne? Ein weiteres Item ist tatsächlich die MP-Granate. Also die MP-Granate, wisst ihr ja, hat damals die Autos jetzt in der vorherigen Season lahmgelegt. Und die soll jetzt auch von War Machine das Arsenal lahmlegen. Ich habe sie statt aktuell nicht gefunden, ist aber in-game, ne? Die EMP-Granate, werden wir schauen. Und noch ein weiterer neues Item, ne, ist da. Und zwar findet ihr hier neben dem wunderbaren Nitrodrome, ne? Das ist genau hier, einmal Shuri. Und mit der könnt ihr natürlich auch quatschen. Mit Doom und so kommen wir natürlich mit den Dialogen nochmal dazu. Und ihr findet hier ein episch Shuris Black Panther Krallen für 300. Nehmen wir einmal mit und ihr seht, die Freunde, die hat einige Möglichkeiten. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, hört ihr sogar so ein, ja, Geräusch von einem Tiger. Und ihr seht, wenn ihr hier lauft und einmal sprinten drückt, fangt ihr hier an, mit den Krallen einmal so einen kleinen Aufsprung zu machen. Ihr seht es hier, fange ich an zu sprinten, macht ihr so einen Aufsprung und wenn ihr rennt, habt ihr hier so eine Animation und ihr seht wirklich schneller und die Animation ist cool. Ne, dann könnt ihr natürlich ganz normal auf die Gegner so einschlagen. Hat eine schöne Animation. Dann könnt ihr einmal Jagdsprung in der Luft oder beim Sprinten. Das heißt, ihr springt einmal und, oh, das ist crazy. Ihr habt nur, oh, ein Dash, schaut mal. Ihr könnt euch nach vorne dashen. Das ist cool, ne? Das ist sehr, sehr cool. Und einmal die Krallenüberladung klicken wir mal. Wenn es zumindest aufgeladen ist, ihr seht's, ne? Das muss ich an der rechten Seite, ihr seht, aufladen. Ihr seht, es lädt sich immer weiter auf. Dann könnt ihr auch mal Rechtsklick drücken. Und dann seid ihr hier extrem schnell. Und seid, Alter, guck mal. Ihr seid extrem schnell. Habt somit besseres Movement. Geht hier in die Gegner rein. Let's go. Und könnt auch in die Reihen dashen. Aui. Kommt mir relativ. Okay. Ich habe gedacht, das wird ein Item, was danach niemand mehr spielt. Aber es kommt mir relativ gut vor, ne? Es kommt mir stark vor. Und ihr seht unten, mein Sprint ist gerade dauerhaft, ne? Während ich diesen Effekt anhabe. Und, ey, guck mal, wie weit ihr damit kommt und wie schnell ihr damit seid. Okay, das heißt, ihr könnt damit extrem gut angreifen und ihr habt ein gutes Movement. Damit rennt ihr sehr schnell und habt eine mega Distanz, die ihr sprinten könnt, ohne abzubrechen. Also auch movementmäßig sind die Krallen sehr, sehr stark. Ne, ihr kriegt wahrscheinlich diese Krallen auch aus den ganz normalen Truhen auf der Karte. Ne, ich denke nicht, dass ihr das Ganze nur bekommt bei dem NPC. Aber ihr seht, Freunde, ne, ich finde diese Dashes, ihr seht's. Diese Dashes, die ihr habt, um nach vorne zu kommen, sind sehr, sehr cool. Also Dashes sind auch wieder möglich so. Und ich finde auch diese Krallenüberladung cool, weil dadurch bietet euch die Möglichkeit, dass ihr so, wie gesagt, die Überladung habt und ihr seht, wie schnell ihr seid und wie lange ihr sprinten könnt, ohne dass es abbricht. Also was das Movement angeht, ist das Ding sehr, 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 sehr stark und hat meiner Meinung nach einen echt guten Platz im Inventar. Also es ist jetzt nicht sehr, sehr schlechtes, ihr seht. Und dann könnt ihr natürlich noch normal sprinten, bis es aufgebraucht ist. Ey, ich glaube ganz ehrlich, vor allem, dass das auch dashen kann, finde ich stark. Und dann hier noch die MP. Captain Jones, NPC ist jetzt einmal hier, passend natürlich dazu. Hat hier ein paar wunderbare Dialoge, kommen wir natürlich auch in den wunderbaren nächsten Videos zu. Und den findet ihr jetzt genau hier bei der Hütte. So Leute, gehen wir einmal rein in die Gegner. Können wir hier jetzt einmal wunderbar rein dashen, beziehungsweise gehen wir mal oben drüber und werden ihn so mit unseren Krallen auseinandernehmen. Okay, jetzt war das im Weg. Let's go. Ey, ihr seht, ich finde, muss ich sagen, vor allem dann hier dieses Dashen, das macht's echt gut. Das macht's gut. Mir gefallen die Krallen, sage ich euch ganz ehrlich, ne? 100% sind die gerade aufgeladen, ne? Die laden sich immer wieder auf. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ihr seht, sie hören uns und sie hören. Also einmal die Überladung anmachen. Wir haben unseren Boost. Können natürlich auch hier reingehen.
Und das Ganze ist gefährlich. Und er... Was? Und er kann natürlich nichts machen, ne? Weiter boosten zu ihm rein. Doppel-Uzi taken. Ey, geil. Und jetzt doch für ihn die Doppel-Uzi. Das Ding lasert also wirklich. Wenn das Teil nicht lasert, habe ich keine Ahnung, ne? Auch am Wochenende wunderbar. Der Fortnite World Cup, ne? FNCS Global Championship. Und da kommen auch weitere Infos. Das Ganze hat auch was mit Festival zu tun. Da gibt es auch so eine Art World Cup so mit am Wochenende. Da werde ich euch, wie gesagt, morgen drüber berichten. So, Leute. Krallen wieder aufgeladen. Unseren Super. So, hochdashen. Rein. Bam, bam. Let's go. Wir dashen mal in ihn rein und killen ihn somit. Alter. Also wirklich, gefällt mir sehr, sehr. Ne, Leute, und das ist genau das, was ich meine. Ihr seht, bei mir ist das die standardmäßige, pups-normale Loot-Insel. Und natürlich, wie gesagt, kann die in dem Dr. Doom-Design kommen, wo ihr diese mythischen Fähigkeiten habt. Das bedeutet, wo ihr 1000 Leben habt, wo ihr 1000 Leben habt und so. Und diesen Strahler, ne, das kriegt ihr tatsächlich nur bei 5% der Chance. Also ihr habt eine 5%ige Chance so. Und ich denke vielleicht, dass sie das erhöhen, weil das ist wirklich sehr, sehr selten. Das Ganze geht auch nur bis Oktober. Also okay, geht noch ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ist halt wirklich sehr, sehr selten, dass das möglich ist. Aber wenn ihr mit der mythischen MP hier zur Werkbank geht, steht hier, rüste eine modifizierbare Waffe aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen. Ne? Und ihr seht, warum sollte dieser Gegenstand modifizierbar sein? Es ist bereits perfekt. Das Emoji und hier oben dieses kleine Schwein von Grandpool. So ein Custom-Text, der hier steht. Finde ich, ehrlich, sehr, sehr cool. Und ihr seht hier, Shuris Krallen kriegt ihr auch natürlich aus verschiedensten Kisten auf der Map. Ach Leute, wie ich es liebe, wenn die Leute mich hier persönlich rufen, ne? Ihr seht, wir haben gerade nur 45% aufgeladen und das lädt sich natürlich schneller auf, wenn wir hier zum Beispiel sprinten. Ihr seht, jetzt lädt sich 52, 54 langsam auf. Wenn wir zum Beispiel so sprinten, lädt sich das schneller auf. Und vor allem, wenn wir natürlich Kills und Damage machen, lädt sich diese Kraft schneller auf, bis sie bei 100% ist. Und wir können uns natürlich dashen. Wir können uns hier auch dashen, das ist ja ganz klar. Und dann können wir die Gegner angreifen. Das Ganze verbraucht keine Prozente. Das Einzige, was dann die Prozente verbraucht, ist dann, wenn ihr hier diesen wunderbaren Überladen macht, dann habt ihr hier diesen Effekt. Unten steht Überladen und der geht natürlich auch ein bisschen. Und ich hoffe, er hindert mich jetzt auch an Falldamage. Ja, das hindert mich an Falldamage. Nur wenn ihr aber diesen Überladen-Effekt habt. Ansonsten hindert das hier nicht an Falldamage, die Waffe von Shuri. Und dann ist es jetzt wieder bei 10%, also fängt wieder bei 0 an. So, dann haben wir nochmal unsere wunderbaren Gegner hier, die jetzt hier von Shuri auseinandergenommen werden. Wir werden das Ganze hier mal, ne, das Ganze hier einmal überladen, rein. Und ich finde, das ist schon ganz schön crazy. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne. Ich weiß, Leute, viele sind davon keine Freunde von solchen mythischen Teilen. Ich muss dir aber sagen, das ist schon crazy. Also es ist auf jeden Fall nicht zu schwach und das ist das, was ich sehr, sehr gut finde. Ihr wollt ja natürlich auch nochmal die wunderbare SMG. Ja, die feiere ich auch. Die lädt auch so zackig nach. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen sage ich euch auch ganz offen und ehrlich, das Update ist eine Wucht. Das Update ist eine wunderbare Wucht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut natürlich auf Range eine SMG. Dafür ja noch nicht ausgelegt. Ist ja auch eine ganz, ganz klare Sache. Dann werden wir hier mal reingehen. Wir wurden gerufen und die werden jetzt den Zorn von unserer wunderbaren Kraft bekommen. Und das war's, Alter. Eine richtig geile Runde. Neue mythische Items. Es kommt aber noch viel geheimer Stuff auf euch zu. Schaltet morgen ein bei der Story übermorgen und bei den ganzen Videos. Es wird genial. Lasst ein Like und ein Abo da. Und in dem Sinne, Freunde, eure Meinung vom Update in die Kommentare. Haut rein, euer Schmäle und ciao.